Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4 und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr habt ordentlich gefeiert und habt's krachen lassen. Ja, heute geht's weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Euer Transac ist hier am Mic und kämpft sich heute wieder durch die verschiedenen Level und sucht Schätze und findet natürlich wieder die Hälfte nicht. Normal. So, ja, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch wie immer bitte einen Kommentar oder ein Like da und schreibt vielleicht auch mal rein, wie weit seid ihr, wie oft habt ihr da schon durchgespielt? Sully, bin ja weit voraus. Ja. Wow. Hey, och nö. Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Nicht schon wieder ein Rätsel. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, die haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Och nö. Och nö. Och Mensch. Da weiß ich doch nicht, in welche Richtung die jetzt müssen. Schauen wir mal ins Buch. Ist im Buch nicht irgendwie? Ne, wir müssen erstmal nur drehen. Hier können wir erstmal nichts machen. Ja, in welche Richtung sollen die zeigen? So viele Möglichkeiten gibt es hier ja. Da müssen wir alle Möglichkeiten jetzt durchprobieren hier. Moment. Tut sich nichts. Nach oben haben wir noch nicht beide. Auch nicht. Das habe ich aber auch schon. Da tut sich nichts. Machen wir mal den so und den anderen auf den Kopf. Tut sich auch nichts. Beide auf den Kopf. Den so. Den. Da! Eieieiei. Oh, das war ja jetzt nicht ganz so schwer. Och nö. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Och nö. Nochmal dieses Rätselraten. Den mal so. Tut sich nix. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Tut sich auch nix. Den so. Den so. Und den. Tut sich auch nix. So, so und den auch auf dem Kopf. Ist das auf dem Kopf? So ist es auf dem Kopf, ne? Nee. Ich probiere die mal alle durch hier. Also ich nehme den hier auf den Kopf. Den so. Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. So ein Sheet. Da hätte ich mir vielleicht doch vorher mal anschauen sollen. Aber ich wollte das eigentlich nicht so gerne alles vorher immer schon wissen. Ich würde das auch gerne mal selber ausprobieren. Das kann dann aber immer ein bisschen länger dauern.
Es gibt zu viele Kombinationen. Ja, so sieht's aus. Schauen wir mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Es gibt zu viele Kombinationen, so sieht's aus. Schauen wir hier mal eben kurz durch. Ob ich hier irgendwas verpasst habe. Nee. Hier ist nichts drin. So, wir schauen jetzt mal durch die Tür hier. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonnie und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ach, nicht schlecht. Was muss ich denn jetzt schon wieder machen, ja? Fotografieren oder wie? Nada. Ah, ich muss irgendwas. Da. Da ist ja so ein Zeichen hier. Moment. Ein bisschen noch. Ah, komm her. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Hier auch irgendwas? Tatsache. Da unten. Ach ja, Condent nannte man. Hier ist noch so ein Sternenmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, ach, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Gut aufgepasst. Lieber ein Rotschopf. Ja. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Ach nee. Moment. Ach, drehen, zurücklegen, okay. Machen wir mal so. Den Objekt untersuchen. So, zurücklegen. Untersuchen. So, zurücklegen. So müsste das doch eigentlich richtig sein, aber irgendwie ist ja der da oben. Das müsste doch richtig sein, so. Besonders auf Wort. Das soll mir sicherlich hier einen Hinweis geben, wie ich das einzustellen habe. Ach Mensch. Ich muss nochmal ins Buch gucken. Der war so, das Pferd mit dem Kopf. Das ist doch schon richtig. Das hatte ich doch richtig. Und das, die Schlange mit dem Kopf nach unten. Moment. Drehen. Ha! Jetzt? Ja. Also, wer waren diese Typen? Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Genau. Gib mal her dein iPhone. XSM. Okay, so. Gucken wir mal in den nächsten Raum. Neuen Tagebucheintrag. Okay, das heißt, wir müssen hier auch wieder... Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay.
Sternmuster, wo seid ihr? Kein Hinweis, doch da unten. Da ist, ja, Moment, da ist der Hinweis. Ja, aus Rhode Island. Da. Das hätten wir. Das ist ja nun nicht so schwer, das stimmt. So, ich glaube, dass sein Telefon vibriert. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Das war auch schon... Globus, dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Das war lustig eben, dass der Joystick vibriert hat, wie beim Handy, das ist schon nicht schlecht. So, komm, das war, ist doch die Stelle, oder nicht? Ach, da oben, okay, das sah eben aus wie... Da war auch so ein... Ach, das sind nur die beiden hier. Okay. Tagebucheintrag. Und was ist hiermit? Hey, Sally, hilf mir mal. Na klar. Danke. Oh, das ist aber schön. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Joseph Farrell. Ich zum Beispiel. So, L2. Und wo haben wir dann... Sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Wo ist die Markierung? Das hier ist aber fies, keine Markierung. Hallo? Nada. Wo ist die Markierung? Ach, da unten. Oh, das kann man aber schlecht sehen. Moment, du musst weiter zurück. Da, so. So. Okay, gucken wir mal ins Buch und machen die Schnibbel wieder klar hier. Objekt untersuchen. Och, mein Gott. Oh, nee. Drehen. Tja, ich leg dir mal zurück. Der hat seine Hand davor jetzt. Kann man, ja, das könnte doch hinkommen. Geht mal zurücklegen. Könnte vielleicht passen. Das passt noch nicht. Objekt untersuchen. Das passt nicht, das passt nicht. Das könnte doch passen, oder? Zurücklegen. Nee. Ach, so ein Mist, das passt nicht. Die passen alle nicht, das heißt... Wo ist denn der mit da? Ach, die muss ich jetzt wahrscheinlich komplett... Ach, das ist ja gemein. Die muss ich komplett umlegen. Ach, das ist ja gemein. Shit! Jetzt muss ich rausfinden, welches... Ich wundere mich schon gerade, warum das nicht passt. Nun nimm... Doch, du sollst das doch da unten hinpacken und nicht da oben. So, pack das mal genau in die Kerbe hier. Jawohl. Oh mein Gott. So. Oh, das ist aber eine fiese Sache hier. Das passt nicht. Das passt nicht. Das auch nicht. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht.
Kann er das da oben hinlegen? Da kann er das hinlegen und kann das hier nehmen. Ich nehme das mal hier rüber. Und pack den hier rauf. Na, Mensch, was packst du das denn da oben hin? Mach mal weiter runter. So, ich werde das lieber ein bisschen dichter packen. So. Das passt natürlich noch nicht. Jetzt drehe ich den mal hier. Irgendwann muss das ja mal passen. Oh, ich hasse Rätsel. Ich hasse es. Die passen alle nicht. Mal den. Nein! Lass den da liegen. Mal den. Pack den da hin. So. Und nehmen wir den. Pack den da hin. Das könnte passen, wenn ich den jetzt drehe. Nee, lass mal liegen da. So, dreh den mal und leg den hin. Den jetzt nehmen. Nee, noch mal. Was machst du denn? Du nimm das. Ah! Jetzt blättert der wieder um. Objekt, du sollst den, genau. Das muss doch jetzt, das ist doch nicht zu fassen. Ich werde dir noch verrückt. Eine Seite ist ja, also zwei Seiten sind ja immer mindestens tot, die nach außen hin sind. Das gibt's doch gar nicht. Das passt alles nicht zusammen hier. Der könnte passen. Moment, der hier. Einmal drehen, ablegen. Zu dem hier. Untersuchen. Das könnte passen. Oben, unten. Das passt. So, das passt. Jetzt brauchen wir nur noch hier das Pendant. Her. Dreh den mal. Nein, auch nicht. Das, guck mal, passt das? Das passt! Der Burner! So, da gucken wir uns das gleich wieder an, wenn wir vor dem Ding sind. Endlich! Meine Güte! So, die Folge ist auch schon wieder unendlich lang durch meinen Puzzleraten hier. Aber das machen wir noch eben schnell fertig hier. Wir gucken mal eben schnell ins Tagebuch. Wir müssen... Das nach oben. Aber die kann ich doch nicht... Die sind doch gar nicht in der gleichen Reihenfolge jetzt. Eine andere Reihenfolge. Okay, ich versuche das trotzdem. Egal. So, und den müssen wir mit dem komischen Tüdel nach oben. So. Ah, geht noch nicht. Tagebuch. Das muss ja die gleiche Reihenfolge sein, aber das passt doch so. Die drei Zacken passen, das passt wunderbar so. Ach, der muss nach oben hier, das sieht so ähnlich aus. Ah, der muss in eine andere Richtung zeigen, okay. Immer noch nicht.
Dann muss der doch andersrum. So, jetzt muss er aber richtig sein. Die Tellerdinger da sind nach oben. Das ist nach links. Nur die Reihenfolge stimmt natürlich nicht hier. Ah, das heißt, ich muss noch mal. Okay, ich puzzle das hier mal zu Ende. Mit diesen kleinen Papierstückchen. Und wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder, in der ich das hoffentlich hier gelöst habe. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.